Liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Drackner. Willkommen zurück zu RimWorld in der nicht mehr ganz nackten Brutalität. Ja, wir haben einiges zu tun. Wir starten auch gleich weiter. Hier noch ein paar Schlafzimmer bauen. Nach wie vor, hier müssen überall noch die Wände fertig gebaut werden. Wobei, oh, hier sind sie schon fertig beliefert. Das ist ein richtig großer Schritt. Hier fertig. Also hier haben wir bis oben hin die Embrashers gezogen. Sind fertig. Hier ist es warm. Heißt, wir brauchen aber eigentlich noch eine kleine Heizung hier drinnen. Sehr schön. Wir müssen hier noch Wege runterziehen. Ich glaube, hier ziehe ich dann auch nochmal einen richtigen Gang. Das gefällt mir so, ehrlich gesagt, nicht so ganz. So, 1, 2, 3. Und dann machen wir das Ganze mal so. Dieses Licht installieren wir mal hier. Und dann, John bricht zusammen, das können wir momentan nicht verhindern, machen wir noch irgendwo hier eine Tür rein. Später machen wir das zu. Ja, was ich mit dem unteren Raum hier dann mache, weiß ich noch nicht so ganz ehrlich gesagt. Waffenhändler, ja, die können wir nicht brauchen. Überall wird repariert, sehr schön. Wie schaut das mit Steinen aus? Schiefer, Kalk, Sandstein. Wir haben kein Marmor, wir haben kein Granit. Okay, dann machen wir es trotzdem mal so. Tür aus Marmor. Werden wir überall jetzt mal reinsetzen, dass das so nach und nach ersetzt wird. Die brechen wir wieder ab. Tür aus Marmor. Hier. Überall wollen wir Marmortüren. Oh, hier brauchen wir noch Boden. Okay. Ich glaube... Na, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier haben wir ja Gefangene. Hier noch, hier noch, hier noch. Ich glaube, das passt. Wenn wir jetzt noch eine vergessen haben, dann ist es halt so. Ich glaube, hier machen wir es auch nicht. Hier kommt eine Granittür rein, weil ich noch nicht weiß, wie ich es von der Verteidigung her mache. Tür Sandstein. Tür Sandstein. Okay, das können wir mal so lassen. Eine Kältewelle, na gut, die stört uns jetzt nicht so ganz. Wir sollten das Ganze mal natürlich ein bisschen im Auge behalten, das ist logisch. Aber normalerweise müssen wir uns gegen Kälte ja immer durchsetzen, deswegen ist das jetzt für mich nicht so ganz das Problem. John hat einen Wutanfall. Wo prügelt er drauf ein? Auf die Tür. Das war's schon. John? Ja. Es war ein kurzer Wutanfall. Das war ein kurzer Wutanfall. Was haben wir denn hier? Marmor, okay. Ein Mechanoidennest. Oh, und direkt vor unserer Tür schon wieder. Wir holen mal einfach direkt alle hierher, in der Hoffnung, dass wir schnell genug sind. Schauen wir mal. Nein, wir sind definitiv nicht schnell genug.
Okay, du und Cat, ihr zu John und Cat gleich mal weg. Ihr seid schon angeschlagen. Die Hunde, die Huskies gehen auf die Gegner los. Gleich erledigt das Ganze. War also nur halb so schlimm. Bett. Bett. War nur halb so schlimm. Es sind zum Glück noch keine sehr großen Mech-Cluster. Sora, wie wär's? Behandelt Symphonie. Nee, du behandelst jetzt bitte. Ah, okay. Alles wird geheilt. Warum ist denn unser Erste-Hilfe-Roboter weg? Hä? Warum ist unser Notfallroboter weg? Was habe ich da nicht mitbekommen? Vor allem ist es gleich die ganze Ladestation weg. Kann mir das jemand erklären? Habe ich den aus Versehen verkauft oder so? Nee. Neurotrainer, den wollten wir auch noch benutzen. Okay. Sollte mir vielleicht das vorherige noch ein Video nochmal angucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Bin gerade echt sehr erstaunt. So, wir hatten genau bionisches Auge ist eingesetzt. Sehr gut. Das andere war Priscilla. Herz. Sehr gut. Auch kein Problem mehr. Und dann hätten wir gerne einen Fernkämpfer, genau. Lemmy, nehmen wir mal Lemmy. Wie setze ich denn jetzt Wie setzen wir denn jetzt dieses Teil hier ein? Benutze, okay. Lemmy, benutzt es doch mal bitte. Du hast 16. 19, 3 Punkte. Wow. Ja, aber dazu würde mich interessieren, was das mit dem Roboter hier oben ist. Also das irritiert mich jetzt sehr. Weil ja die ganze Ladestation da kaputt ist. Also wenn, es war ja kein Gegner hier drinnen. Wenn der Roboter kaputt gegangen ist, dann steht da normal die Ladestation noch da und man kann das einfach wieder reparieren. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen angebieselt. Biese aus Kalkstein bauen wir hier mal noch rein. Das irritiert mich doch sehr. Symphonie, wie schaut's bei dir aus? Du bist auch schon verarztet, okay. Hier haben wir genügend Strom. Wie schaut's denn hier unten aus? Ist schon beliefert, muss nur gebaut werden. Wie schaut's denn aus mit den Stromkabeln? Die sitzen. Tja. Wir werden dann trotzdem hier jetzt auch mal noch sagen, Wand aus Granit. Nächster Bauauftrag. Dazu hätte ich gerne eine Tür aus Granit. Auch schon beliefert.
passt perfekt. So, hier unten können wir zumachen. Dann können wir die Teile hier auch wegreißen. Da haben wir auch schon Ewigkeiten gesagt, wegreißen. Passiert auch nicht. Habe ich eigentlich die vollautomatischen Türen erforscht? Ich glaube nicht. Doch, haben wir eigentlich. Ja. Dann sollte man das vielleicht anders machen. Oh. Warten wir erstmal, bis wir Marmor haben. Dann werden wir die Türen aus Marmor für automatische Türen noch nachträglich ersetzen. Dann können wir aber eigentlich hier die ganzen Aufträge wieder abbrechen. Ist ja Quatsch, wenn ich jetzt erst hier Marmortüren draus mache, für das, dass ich die danach wieder abreiße. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Spontane Entscheidung quasi. Ja, lassen wir es mal schnell so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch hier haben wir noch was und da haben wir noch was. Da bauen sie gerade schon. Lassen wir mal. Ja. Jetzt haben wir ja ein paar Marmorblöcke. Dann können wir genau jetzt das ganze Ding beginnen. Marmor. Fangen wir mal an hier. Ach, machen wir gleich wieder überall. Ups. Na. So. Bauplatz ist bereits belegt, aber doch nur mit Rohren. Okay, wir machen erstmal die Türen hier. Ist gerade genügend. Hier, nein, wir lassen es jetzt erstmal so. Irgendwo haben wir noch gesagt, genau, Boden muss noch rein. Auch Marmor. Wir haben so viele offene Baustellen, die einfach nicht fertig gebaut werden. Ich glaube, unsere Baumeister sind gerade etwas. Hier wird gerade gewässert. Unsere Baumeister sind gerade etwas überfordert. Ja, dadurch, dass wir bewässern, gehen unsere Tower auch immer ein bisschen runter. Aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Weil es wird nur einmal am Tag, glaube ich, gewässert. Ansonsten gegebenenfalls einfach noch einen Brunnen und noch eine Pumpe irgendwo hinbauen. Weil wir das eigentlich so oder so mal machen könnten. Weil Wasser brauchen wir jetzt immer mehr. Brunnen. Können wir den zufällig irgendwo so hinsetzen, wo richtig schön Wasser da ist. Und wir müssen keine Rohre setzen. Hier zum Beispiel. Wir haben eine Belagerung noch dazu. Oh. Viele Leute. Wo kommen sie noch? Das war's. Na gut, dann. Na dann. Wir holen erstmal alle ran. Sora. Stellen wir sie denn hin? Ich will es jetzt eigentlich nicht hier oben hinstellen, wo dann die Kanonen auch so ein bisschen, wo man in Gefahr läuft, dass die selbst angeschossen werden. Unsere Sniper kommen mal da unten rein.
So. Dann haben wir unsere Mörser. Wo schießen wir? Ah, okay, schießen eh schon. Oh, unsere Tiere. Das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade gar nicht gut. Die stürmen jetzt da rein. Aber das ist nicht unsere. Nein, unsere Tiere bleiben bei uns. Ich dachte, das ist gerade unser Tier. Ja, die Mörser, würde ich sagen, haben gut geschossen. Sie kommen. Das heißt, du kommst mal hier hin. Gordon stellt sich hier hin. Dork. John. Priscilla. Ja, genau, das meinte ich. Schießt jetzt hier so blöd rein. Du, Sora, müssen wir begreifen, die weiteren Tätigkeiten wird es angekommen. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir stürmen mal noch ganz schnell hinterher. Was machst denn du, Sora? Medizin holen, okay. Okay, da passiert jetzt nichts mehr. Wir können abbrechen. Wir können abbrechen. Angriff sehr gut überstanden, aber vor Belagerungen habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst. Man hätte höchstens warten können, bis die hier tatsächlich ein bisschen aufbauen und wir hätten uns dann die aufgebauten Sachen, also die aufgebauten Mörser und so schnappen können. Die Barrikaden. Was machen wir denn mit denen? Ich glaube, wir reißen sie ab. Wir holen uns das Holz. Ich habe gerade überlegt, wir könnten die natürlich auch... Ah, da, oh, scheiße, hier lebt ja jemand. 9 Stunden. Werden wir auf jeden Fall gefangen nehmen. Ist zwar jetzt hier alles andere als wirklich berauschend. Oh, Pyromane, Kannibale, nervös. Ja, die ist wirklich alles andere als berauschend. Aber können wir ja verkaufen, deswegen... Warum nicht? So, könntest du bitte... Okay, Sora macht... Sora macht... Hervorragend. Sora, wie geht's dir selber? Oh. Alles entspannt, alles entspannt. Wir haben alles weggetragen, was wir brauchen, ja. Wir brauchen eh Stahl, glaube ich, wieder, ja. Wir brauchen Stahl. Kommen wir jetzt gerade nur sehr schwer hin. Das war ein bisschen doof. Da muss ich mir wegen vielleicht noch was... Wir bräuchten hier vielleicht irgendwo noch eine Tür drinnen. Ja, in den Stall kommen wir nämlich gerade auch nicht. Also wir müssen immer riesen Umwege laufen. Das ist gerade nicht ganz so intelligent. Aber hier kommen wir hin. Das heißt, wir bräuchten eigentlich... einfach hier so eine Tür noch drinnen. So hat einen Wutanfall. Solange sie nichts kaputt macht, ist es okay. Anprügeln kann sie. Kaputt prügeln soll sie nur nichts. Ich glaube übrigens, die Heizung können wir jetzt auch mal auflösen. Wir haben hier 4 Stück drinnen. Sora, John, naja, okay. Sora,
schon Maya Priscilla Gordon. Maya. Die lassen wir mal ein bisschen erholen. Kaloyen jetzt auch noch. Gut, jetzt ist der Tag eh schon fast vorbei. Dich will ich aber definitiv nicht haben. Nein. Party ist immer schön. Wir können Fraktionen. Die Tier dumm. Wir könnten Mirelle freilassen. Würde uns plus 12 bringen. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass vielleicht ein Sklavenhändler demnächst kommt. Jetzt haben wir erstmal Party. Also ihr könnt jetzt mal alle ein bisschen entspannt sein. Wutanfall Kaloyen. Was? Der auf der Party und er flippt jetzt aus. Also das ist ja schon wieder... Es ist Freizeit und er flippt aus. Wir haben übrigens die ersten automatischen Türen hier schon fertig. Nur falls jemand nicht weiß, was eine automatische Tür ist, da muss quasi der Bürger nicht an die Tür rangehen und sie öffnen. Es dauert eine Sekunde, bis er durchgeht, sondern wenn jemand auf die Tür zuläuft, dann geht die Tür vorher schon automatisch auf. Geht einfach nur ein bisschen schneller, ist ein kleines bisschen moderner. Das ist alles. Wie schaut es denn bei euch hier aus? Widerstand 10,5 mit 63%, okay, 63% 18,2, 19,7 85%. Also 34 Chance, 35 Chance, 56 Chance, okay. Es ist in Ordnung. So, fast alle sind wieder normal. Ein Kaloyen werden wir mal auch noch ganz schnell aufheben, dass der sich auch wieder ein bisschen normalisiert. Was hat denn der Kaloyen eigentlich für ein Problem? Gequält der Künstler. Aha, permanenter Einfluss auf Spiel minus 8. Aber das ist das einzige Problem, was er hat. John, wie lange heulst du eigentlich noch um? 22 Tage. Und warum hast du... Dem fehlt ein Bein und eine Lunge. Ach du Scheiße. Bein und Lunge. Hier haben wir ein Bein und Lunge. Wie schaut denn das da aus? Oh Mann, jetzt... Aber eine Lunge sehe ich nicht. Ach, Nase. Wir können unsere ein, zwei Hauptköche eigentlich mal so Analysatoren einbauen. Stellen wir doch mal zwei her. Und dann hätte ich gerne so einen Immunisierungsverstärker auch nicht. Also der Gastroanalysator heißt also, dass die Leute dann besser kochen können. Und Immunsystem stellen wir auch mal sogar, naja, machen wir erstmal eins zum Testen. Also viele Sachen. Jetzt würde ich ja schon wieder gerne umbauen. Ich würde diese, die Verbesserungen quasi hier gerne irgendwo einlagern. Die Frage ist nur, wie kriegen wir hier jetzt ein Lager rein? Also das ist halt auch ein bisschen doof. Hier werde ich mal die Mauern auch ersetzen. Oh, lag ein bisschen. Warum leckt denn das jetzt hier bei mir? John würde zusammenbrechen, ja okay. Das kann man nicht verhindern. Alle arbeiten jetzt wieder. Meisterwerk.
Sehr cool. Unsere Baustellen werden aber noch nicht so fertig. Uns fehlt jetzt tatsächlich ständig das Marmor. Stahl haben wir wieder mehr als genug. Hier, das wäre alles Marmor. Das heißt, wir können ja uns hier auch nochmal... eigentlich will ich mich gerade hier nicht wirklich reingraben. Das Marmor holen wir uns aus anderer Stelle. Das hier ist auch alles Marmor, gell? Ne, das ist Kalkstein. Kalkstein, Marmor. Auch Marmor. Wir holen uns hier überall noch ein bisschen was. Haben wir ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie ein bisschen zu viele Baustellen. Zimmer noch nicht fertig. Zimmer noch nicht fertig. Vor allen Dingen, wenn jetzt da hier was überlaufen sollte. Ich meine, ein bisschen dauert es noch, aber wenn was überlaufen sollte, dann bräuchte ich hier, hätte ich hier eigentlich gerne ein kleines Lager. Hier braucht man einen Boden. Eieieiei. Ein kleines Medizinlager hätte ich quasi gerne. Ich habe nur keine Ahnung, ich glaube, ich habe keine Chancen, dass ich hier ein Lager reinbekomme. Wie schaut es denn hier unten aus mit der Mauer? Okay, das ist alles noch nicht gebaut. Ja, wir haben gerade ein bisschen zu viele Aufträge. Unsere Baumenschen wissen schon gar nicht mehr, wo sie noch anfangen sollen. Hier ist alles zu, die Tür fehlt noch. Hier haben wir unser kleines Verteidigungsding gebaut. Weil so viele Aufträge sind es eigentlich gar nicht. Okay, trotzdem, wir sind bei 27 Minuten. Deswegen für heute war es das mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Servus!